Heute gibt es mal wieder nur trockenes Heu und Stroh zu fressen. Oh, ich hätte so gerne eine saftige gelbe Möhre oder ein Äpfelchen. Schon bei dem Gedanken daran läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Aber egal, dafür bekomme ich ganz viele Streicheleinheiten und muss nicht so viel arbeiten. Und meine Menschen sind so lieb zu mir, noch nie haben sie mich geschlagen. Wenn ich da an andere Esel denke, richtig schlecht geht es manchen und sie müssen schuften und schleppen. Aber ein Liebeswort, nein, dann lieber einen leeren Magen, aber ganz viele Streicheleinheiten. Wenn ich aus meinem Stallfenster gucke, sehe ich viele Menschen, die geschäftig durcheinander laufen. Was ist denn heute los? Oh, da kommt ja Henok. Hallo Henok, wohin des Weges so spät am Abend? Ich kann nicht, ich muss schnell los. Jetzt kriege ich etwas mit der Peitsche. Meine Menschen müssen nach Jericho. Was? Wohin? Schon ist er weg. Und was sollte das? Halt, was höre ich da? Meine Herrin ist ganz aufgeregt. Was ist nur los? Sie ist doch immer so sanft. So habe ich sie noch nie gehört. Ich lausche mal an der Wand, was passiert ist. Und deshalb wollen wir alle nach Bethlehem? Nur weil der Kaiser noch mehr Steuern von uns haben möchte? Noch größere Geldabgaben? Da bleibt doch gar nichts mehr für uns übrig. Wovon sollen wir leben? Reg dich bitte nicht so auf. Das bringt nichts. Du hast doch den Ausrufer gehört. Der Kaiser hat befohlen, dass jeder in seine Geburtsstadt gehen soll. Zur großen Volkszählung, damit er noch mehr Steuern eintreiben kann. Ihm geht es immer nur ums Geld. Um was sonst? Dabei ist unser Leben schon so schwer. Wie sollen wir das alles schaffen, wenn dann auch noch das Baby da ist? Ich muss einfach noch viel, viel mehr arbeiten. Du schuftest doch schon Tag und Nacht. Mehr geht wirklich nicht mehr. Armer Josef. Aber es hilft nichts. Wir müssen gehorchen. Sonst kommen wir womöglich noch ins Gefängnis. Wann müssen wir denn aufbrechen, noch bevor das Kind zur Welt kommt? Leider sofort, aber mach dir keine Sorgen. Wir haben noch unseren braven Esel Aaron. Er wird dich sicher nach Bethlehem tragen. Dann nehmen wir uns von unserem letzten Geld ein schönes Zimmer, damit du dich ausruhen kannst, bevor es wieder nach Hause geht. Da, wusste ich doch. Ich muss wieder ran. Mir tut jetzt schon der Rücken weh und die Füße erst. Ich bin doch ein wirklich bedauernswerter Esel. Das arme Tier, der lange Weg. Da, wusste ich doch. Mein Frauchen hat Mitleid mit mir. Aber zu Fuß schaffe ich es nicht. Ja, ich werde besser reiten. Hilfe, nein, nicht doch. Lass uns das Nötigste zusammenpacken. Ja, ich räume schnell alles zusammen und dann los. Wir haben eine lange Wegstrecke vor uns. Ich werde Aaron noch schnell füttern und tränken. Ja, ich habe Hunger. Hunger auf Äpfel. Heute hat es mir geschmeckt. Wie immer. Dir schmeckt's immer. Guck mal, was draußen für ein Treiben herrscht. So viele Menschen sind unterwegs. Und überraschend viele Verwandte von dir. Ja, so viele arme Esel. War ein Glück, dass wir im warmen und kuscheligen Stall stehen dürfen und unsere Ruhe haben. Hoffentlich verirrt sich lieber hierher. Tut nicht rein. Der sollte schon gefallen an unserem windigen, kalten und stinkenden Stall haben. Freiwillig würde ich hier auch nicht stehen. Eben warst du noch zufrieden, jetzt meckerst du. Beim Meckern fällt mir ein, wo sind eigentlich die Ziegen? Hier, wir haben geschlafen. Warum müsst ihr auch immer so einen Krach machen? Jetzt haltet doch mal eure Molle und schlaft. Vorne, unser Herr kommt mit einem Mann auf unseren Stall zu. Ruhe. Jetzt sieh doch auch mal, sie haben sogar den Esel dabei. Wir wollen hier keine Besucher. Kommt, lass uns die Tür zustellen. Los, geht mal zur Seite, hopp, hopp, jeder auf seinen Platz. Was ist hier eigentlich los? Was heißt, was ist hier eigentlich los? Das wollten wir ja auch fragen, aber uns versteht ja niemand. Dies kann ich euch bieten. Leider ist das nicht komfortabel. Nein, es ist richtig schäbig. Ich muss mich schämen. Nicht doch, es ist besser, als unter freiem Himmel zu schlafen. Hauptsache, meine Frau kann sich ausruhen. Ich glaube, das Kind kommt noch heute. Dann gehe ich mal wieder. Ihren Esel müssen die aber draußen lassen. Ich weiß nicht, ob er sich mit meinen so gut verträgt, aber sie können etwas Stroh und Heu für ihn mitnehmen. Tschüssi! Nein, halt! Das ist unser Futter, sonst bekommen wir morgen weniger! Hallo, seid ihr immer so ungastlich und unfreundlich?
Ich bin müde und habe kalte, wehe Füße. Warum muss ich draußen bleiben? Und außerdem bin ich wirklich hungrig und durstig. Wen interessiert das? Wir wollen hier keine Fremden haben. Es reicht denn schon, dass deine Leute hier sind. Raus. Du bist aber wirklich nicht gastfreundlich. Pfui. Wo kommen wir hin, wenn wir jeden mitessen lassen? Außerdem hat doch unser Herr gesagt, er soll draußen bleiben. Als wenn du sonst immer darauf hören würdest, du Dickkopf. Es reicht jetzt wirklich. Esel, du gibst sofort etwas von deinem Futter ab. Aber du auch. Ja, eigentlich bin ich ja gar nicht so unfreundlich. Von mir aus kannst du ein paar Heuhelmchen haben. Hallo Leute. Und wie war der Tag? Bei mir war wieder viel los. Oh, ich höre schon. Jetzt kommt Uriels beliebteste Erzählstündchen. Alles Dichtung, wenig Wahrheit, oh dieser Angeber. Aber wenn ich euch doch sage, ich fand die fettesten Käse und das frischeste und klarste Wasser. Ach, und es wird noch besser. Ich habe meinen Traum gesehen. Eine junge Schönheit. Auf der Nachbarswiese stand sie. Sie hat mir zugewedelt. Ich hab ihr gefallen. Sie muss neu sein. Ach, und ihre Augen und ihre Beine. Dieses Gesülze, es ist nicht zum Aushalten. Hey, du Angeber, hast du ihr auch erzählt, dass du schon kahle Stellen verlässt und die ersten Zähne wackeln? Und stinkst du nachts, fürchterlich schnarchst? Hey, lass ihn in Ruhe. Ihr kennt den Aufschneider doch. Ihr seid so gemein. Wartet nur. Schluss jetzt. Lasst die Streiterei. Die Hirten schauen schon herüber. Hui, ist es heute eine kalte Nacht. Sogar dem Hund ist es so kalt. Er lässt uns völlig in Ruhe. Kommt, lasst uns zusammenstellen, das wärmt. Aber ich stelle mich nicht neben den Aufschneider. Nein, ich auch nicht. Lieber erfriere ich. Jetzt ist es aber gut. Zusammenstellen und Maul halten. Hier, Benjamin, schau mal nach, ob alles in Ordnung ist. Nein, ich habe sie durchgezählt. Sie sind alle eingesperrt. Es ist alles in Ordnung. Ich habe auch kein wildes Tier in der Nähe gesehen. Gut, dann können wir uns ja etwas hinlegen und versuchen zu schlafen. Ja, heute bin ich ganz besonders müde. Gute Nacht. Leute, aufwachen! Schaut doch, da hinten, dieses Licht, es kommt genau in unsere Richtung. Sie sehen aus wie unsere Menschen, nur viel, viel schöner. Sie kommen gerade auf uns und unsere Menschen wachen nicht auf. Los, macht mal Lärm. Was ist denn nun schon wieder los? Was soll dieses Geblöcke? Oh, schaut mal. Oh, es sind Engel. Sie kommen direkt auf uns zu. Hirten, hör zu, wir haben eine Botschaft für euch. Eine Botschaft für unsere Menschen, für unsere Hirten. Psst, seid mal ganz still, damit wir auch was hören können. Rück mal zur Seite, ich will auch was sehen. Fürchtet euch nicht, ich verkünde euch große Freude. Sie gilt allen Menschen der ganzen Welt. Euch ist heute der Heiland geboren, Christus, der Herr. Und so sollt ihr das Kind finden. Es liegt in Windeln gewickelt in einer Krippe in einem Stall. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Oh, habt ihr das gehört? Lass uns schnell loslaufen und das Kind suchen. Los, alles liegen lassen, komm. Unsere Menschen laufen weg. Wir wollen das Kind doch aussehen. Schnell, drück gegen den Zaun. Hau ruck, hau ruck. Hau ruck, er fällt. Schnell, kommt mit. Die Kleine in die Mitte, damit wir niemanden verlieren. Sag mal, wie weit wollen unsere Herren eigentlich noch laufen? Das ständige Spiel, geguckt in die Luft, wird langweilig. Na, na, das ist kein Spiel. Das ist ein Fernrohr. Damit kann man ganz weit schauen. Viel weiter als wir mit unserem eigenen Auge. Aha.
Aber trotzdem könnte die ganze Sache ein wenig schneller gehen. Mir tun schon die Füße weh. Laufen, stehen, laufen, stehen. Ich bin keine Standfigur. Versteht einer das Universum. Der neue Stern leitet uns direkt zu dem Ort dort hinten in der Ferne. Meint ihr, dort finden wir den neuen König oder sollte der Stern etwas anderes bedeuten? Also ich glaube, er führt uns mit seinem Leuchten zu einem großen, mächtigen Herrscher. Habt ihr auch bemerkt, wie König Herodes erschrak, als wir ihn fragten, ob ein Kind in seinem Hause geboren wurde? Er ist ganz blass geworden. Dabei liegt es eigentlich auf der Hand, dass der neue Herrscher aus seinem Hause stammt. Und mit welchem gehässigen Unterton er uns bat, direkt Bescheid zu sagen, wenn wir das Kind gefunden haben. Aber ich glaube, das machen wir nicht, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe auch schon so ein dummes Gefühl. Und ich habe ein dummes Gefühl, dass wir heute gar nicht mehr ankommen, wenn die drei weiter so trödeln. Oh, meine Füße. Ich glaube, ich habe mir einen Dorn eingetreten. Das sagst du immer, wenn du keine Lust mehr hast, weiterzulaufen. Oh, es geht ja weiter. Der Stern kommt immer näher. Und da hinten sehe ich Hirten und Schafe ankommen. Sie folgen auch dem Leuchten des Sterns. Schau mal, die drei sind ganz aufgeregt. Ich glaube, wir sind endlich bald am Ziel. Das glaube ich nicht lieber. Erst, wenn es wirklich so ist. Schaut, das Leuchten. Unglaublich. Genauso unglaublich ist der Ort, über den der Stern steht. Ein alter, verfallener Eselstall mit einem Eseltür. Ja, kommt, lasst uns reingehen zum Kind und es anschauen und anbeten. Und ihm unsere Geschenke geben. Wir sind wirklich angekommen. Schaut, das Kind, es lächelt uns an. Das lächelt nicht uns an, das lächelt unsere Herren an, du dummes Kamel. Liebe Maria, schau, so viele Leute, Arme und Reiche, kommen, um unser Kind zu sehen. Sie freuen sich mit uns. Hast du gehört, was die Hirten erzählen? Engel haben unser Kind angekündigt. Sie sagten auch, dass sich noch mehr Menschen über dieses Kind freuen werden. Er ist der Heiland der ganzen Welt. Gottes Geschenk. Ich weiß nicht, was es für unseren Sohn wird. Gott allein weiß, wie er die Welt verändern wird.